Ja, Manchester City, der ganz große Gegner hier. Ein kleines Erfolgserlebnis hat sie gegeben, aber der ganz große Gegner ist auch nicht, weil die stecken auch ein bisschen tief in der Tabelle schon drin. Auch, glaube ich, erst einen Punkt an der Aufstellung. Ja, an sich ändert sich an den Aufstellungen hier gar nichts. Ja, wir sehen hier Verletzte. Ja. Aber es gibt eine kleine Sache, die wir tauschen werden, nämlich der Tanga, der wird heute von Beginn an auflaufen. So wie der Ferreira mal statt den Abate. Das waren so die groben Details, mal hier sein. Dann kann es losgehen, ja. Manchester City ist ein Millionenverein, das wissen wir. Wir haben einen Punkt, wir sind jetzt derzeit von den Abstiegsplätzen weg, aber im Abstiegskampf natürlich drinnen. Aber haben wir gesagt, davon reden wir jetzt noch nicht. Nach 10 Spielen schauen wir, wo wir stehen, und dann reden wir, um was geht es hier. Wir werden hier durchlaufen lassen, um die Aufstellung von Manchester City zu sehen, hier bei unserem Heimmatch. Wenn wir hier Taylor einlaufen sehen. Captain! Das ist jetzt noch kein Sieg verbucht. 15. Da sehen wir es. Zwei Unentschieden haben sie. Da, Kai Jote. Kevin De Bruyne unter anderem im Fokus jetzt. 29 Jahre. Mittelfeldregisseur. Und zugleich auch Captain bei Manchester City. Ja, die Aufstellungen bei Exeter, das sind die Linz im Goal. Ferreira, Meier, Bilic und Baker bilden die Viererkette. Dadurch Ferreira, Neuer, Angelt, Willner, Taylor, Ludwig das Mittelfeld und im Sturm und auf den Außenbahnen Atanga, Gagné, Son. Also zum Spieler raus hier Williams mit Abate, Ramirez, Kramaric, Barrett. Wie wird Manchester City spielen? Manchester City läuft mit Addison, Walker, Homewood Grant, Dier, Adebayo, Garcia auf, De Bruyne, Isco und Groß und Jesus und Coyote im Sturm. Das ist die Ausstellung. Eine Bomben-Defensive anscheinend, und da hapert sie bei uns im Abschluss. Atanga, erste Mal von Start an. Garnier, Taylor. Erste Riesenmöglichkeit nach 2 Minuten. Und so. Und 1:0! 4. Minute! Wahnsinn! Zwei Chancen und beides ja schon rausgespielt. Starker Beginn. 4. Minute 1:0 durch Taylor. Aber sehr schön kombiniert hier jetzt von Manchester City. Und Ausgleich, Coyote. Uiuiui, das war sehr schönes Tor jetzt eigentlich. Ja, schon rausgespielt. Baker halt nicht so schön gemacht mit Sonnen. Garnier, oh mein Gott. Garnier. Hat seine Anfangsphase.
sehr starkes und schnelles Kombinationsspiel auf jeden Fall. Was die hier haben. Walker gegen Sanders, er ging an Walker. Jesus. 22. Minute. Schöner Tanga. Sean Baker. Eins zu zwei, Coyote. Wieder die Lücke geöffnet. Und 2-2. Schakalaka, 35. Minute. Zweiter Premier League Treffer von Garnier. Das sah jetzt Gott sei Dank gut aus. Und Baker. Und abseits leider. Aber Son. Das gibt's. 2-3 wieder, Coyote. Toni Kroos. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Halbzeit angebrochen. Meine Damen und Herren, das ist ein sehr schnelles Spiel. Dann kann er wieder jetzt gehen. Ein sehr schnelles, torreiches Spiel, wo Coyote schon dreimal getroffen hat. Und das eigentlich dreimal irgendwie zur gleichen Situation. Also hat sich jetzt auch die Lücke erstmal für Exeter City aufgemacht.
2-4, Jesus. Okay. Foul von Ludwig. Sehr schön. Jetzt wird man wenigstens die härteren Zweikämpfe. Oh, Kramaric, bitte. Ja, so ein schönes Solo bis zum Torwart halt. Ja, 5 Minuten noch auf der Uhr, 2-4 nach wie vor der Spielstand. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Get the first off. Okay.
Kam aber nicht zu gefährlich hinein. Und das war's. 2:4 Sieg für Manchester City. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.